So, ich weiß nicht, ob man sehen kann, dass es eigentlich so ganz traurige Tulpen schon sind. Die Blätter sind schon langsam nicht mehr schön. Genau, ein besonderes, nicht so schönes Exemplar sieht man hier. Genau, die noch halten sie, das heißt nur ein, zwei Tage wahrscheinlich. Genau, die Spitzen werden einfach, sind einfach nicht mehr schön. Hier habe ich noch getrocknetes Schleierkraut, was auch schon ein bisschen zusammengegangen ist. Auch das Heidelbeerenkraut ist auch nicht so frisch mehr. Und so habe ich mir sozusagen verschiedene Blumen zusammengesucht, die nicht mehr ganz so frisch sind. Und ich möchte aber wieder, dass sie in einem, ja, Frühlingslicht erstrahlen können. Dafür habe ich jetzt einfach aus einem anderen Video, habt ihr vielleicht gesehen, habe ich aus Krepppapier so eine bunte Vase gemacht und deswegen auch bunte Tulpen dazu. Und hier kriegen sie jetzt einen neuen frische Kick verpasst. Genau, da kommen sie jetzt rein. Ich werde die alten Blätter abschneiden, werde die Stängel gerade kurz abschneiden und dann werden wir hier ihnen noch mal ein paar schöne Tage gönnen und wir ein. So, genau, jetzt nehmen wir dem Heidekraut. Ich glaube, da reicht sogar so ein Ast, der so einfach ein bisschen Halt bietet, den Tulpen, den anderen Ast, den brauchen wir nicht. Dann nehme ich das getrocknete Schleierkraut noch auf der einen Seite und auf die andere Seite. Und dann kommen die Tulpen. Das heißt, die werde ich nochmal frisch anschneiden. Genau, wir gucken, dass ich zumindest das untere Blatt zumindest entferne. Weil die Blätter brauchen ja auch immer wieder Kraft beim Wachsen, nimmt der Tulpe ein bisschen Energie dann weg. Das heißt, jetzt setze ich die unten rein. Bei denen werde ich, auch wenn sie jetzt schon nicht mehr so viel Kraft haben, nicht aber mit der Nadel einpieksen, sondern die lasse ich wirklich dann noch auf ihre letzten ein, zwei Tage bei uns, werde ich sie wachsen lassen. Haben wir eine bisschen größere gelbe Tulpe. Habt auch noch mal eine die andere Seite. Ein kleines weißes Highlight in die Mitte. So, ich schaue jetzt, mache ich noch mal eine von diesen zweifarbigen. Wichtig ist, dass ihr die Stängel oder Tulpen nicht matscht, weil das ja, die haben sehr viel Saft dabei. Wenn sie verletzt sind, dann sind sie auch ganz schnell verblüht und das tut ihnen einfach nicht gut. Eine dritte gelbe mache ich noch rein. Oder eine vierte, ich sehe gerade eine kleine gelbe. Die war ja schon hier, die habe ich übersehen, aber die ist aus einem anderen Strauß. Deswegen war sie etwas unscheinbarer. Ach, und vielleicht haben wir noch eine. Eine höhere Weiße. Mal gucken. Genau. Die sieht ganz gut aus. Dann kommt die hier noch mitten. Also immer gucken, wo habt ihr Platz durch dieses Heidelbergkraut. Ne? Schönes Halt gibt. Man kommt aber manchmal noch schlechter durch. Genau, und jetzt haben die Tulpen. Die eine gelb liegt auch noch. Und so allein, die kommt hier auch noch mitten rein. Hier ist noch einmal so eine Lücke. Das heißt einfach nach eurem Geschmack, wie viele Tulpen habt ihr auch übrig? Wie passt es euch? Ich finde immer ganz schön, das ist jetzt nicht alles auf einer Höhe bewusst gewählt, dass die weißen etwas höher sind. Und so können die anderen noch anfangen zu wachsen. Kleine auf verschiedenen Höhen. Genau, und das ist jetzt nun der fertige bunte Restestrauß, also mit lauter Tulpen, genau, die jetzt langsam weg sollten. Ich habe noch ein paar weiße ergänzt, die auch in dem, ja, in der Vase waren, die ich jetzt langsam leer bekommen wollte. Genau. Und so können Sie auf jeden Fall mit der bunten, ja, Fasching, Frühlingsfarben, Vase noch ein paar Tage auf jeden Fall bei mir aushalten.